Ja, Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Lost Judgment. Und in der letzten Folge haben wir ja durch das Hauptspiel durch, aber ich habe euch ja noch versprochen, wir machen noch die Nebenquests fertig. In dem Fall eigentlich die Kulturgeschichte, um zu ermitteln, wer der Professor eigentlich ist. Und dann natürlich noch schauen, wie die allerletzten Nebenaufgaben abschließen. Die Geheimen, die wir erst dann kriegen, die Schulgeschichte, das Hörgeschichte abgeschlossen haben. Und ich glaube, es muss eh so wie jetzt der Tag sein. Da müsste man den letzten Part abschließen. Ja. So, fangen wir mal an. Wir wollen kurz Serio heilen. Wenn wir machen, allererstes will ich den Professor für dich. Nämlich richtig auf die Schnauze kriegen. Und wie ihr seht, wir können auch jetzt. Untergeschoss bei der Serio Hai endlich mit Amasawa reden. Professor, wir müssen jetzt natürlich die ganzen Fallakten durchgehen, alles nochmal besprechen, wer wie was Schuldige ist, die Erkenntnis rausfinden, damit wir da kommen. Mal gucken, ob ich das noch alles genau weiß. Kommen wir mal weiter. Yagami-san. Bereit, Yagami-san? Aber jetzt bedenkt die Schulgeschichten die Wahrheit, sobald die Klinik das alles andere angehalten. Klar. Ah. Ja, ich bin bereit. Okay, dann sehen wir uns alle Fälle noch einmal an, wie der Krimi-Club untersucht hat. Vielleicht hilft uns das. So, das erste ist der Tanzclub. Maika Takanashi vom Tanzclub hat ihre Sugar Baby Jobs durch das Forum des Professors bekommen. Was hat uns zu der eigentlichen Webseite im Dark Web geführt? Die Schüler posten über einen exklusiven Browser auf der Webseite und registrieren sich mit ihren Schülern. Wir schließen daraus, dass der Professor sich sehr gut in die letzte Programmierung auskennt. Oder er hat einen IT-Experten in seiner Crew. So, ja. Und was Takanashi-sans Motiv dafür angeht, als Sugar Baby zu arbeiten, das war unerwartet. Ja, die Person, für die Takanashi das alles auf sich genommen hat, war. Nashi. Du solltest gewesen sein, oder? Kotoku Itokura. Im letzten Semester war Itokura Chef vom Festkomitee. Takanashi war auch ein Mitglied des Komitees. Die anderen Mitglieder hatten genug von Itokuras Überheblichkeit und haben angefangen, sie zu ignorieren. Am Ende hatten sich alle von ihr abgewandt. Das muss hart gewesen sein. Jedenfalls war das Sommerfest ein totaler Reinfall und Itokura war seitdem nicht in der Schule. Wir haben also die Identität der Sugar Babies aus dem Tanzclub geklärt, aber das war noch nicht das Ende des Falls. Jemand mit dem Benutzernamen Dancing Bunny hat einen Angriff auf Morizuki-san angefordert, die Leiterin eines rivalisierenden Tanzclubs. Und wir waren etwas überrascht, als wir herausgefunden haben, wer das war. Die wahre Identität des Users, der Angriff auf Yuri Norizuki gestellt hat, war. Oh Gott. Du, genau, das war doch Kaoru selber. Das war der Betreuer des Tanzclubs. Omekado. Er hat über Nishizono's Dancing Bunny Konto den Auftrag eingestellt. Nur hat der Professor laut Sakakiba den Wunsch nie gewährt, trotz Omekados großzügigen Angebot. Wir können daraus schließen, dass der Professor nicht allein finanzielle Ziele verfolgt. Da fragt man sich, nach welchen Kriterien der Professor Postings auswählt. So, was haben wir denn hier jetzt? Du bist. Ah, ja, Speed. Zum Torgang? Stimmt, zum Torgang. Der Anführer von Made in Heaven. Yumaso Chuo. Er ist über Nacht vom Disziplinarkomitee zu einer Biker-Gang gewechselt. Sous Kuns Mutter hatte ihm verboten, bei der Motocross zu fahren, also hat er sich ein anderes Ventil gesucht. Genau, und der Professor hat diese Eifersucht erkannt und ausgenutzt. Indem er so gnadenlos manipuliert hat. Mit dem Brief war das natürlich. Anscheinend hat ihm ein Brief im Vorschlagkasten des Komitees den Tipp gegeben, von einem Prof. M. William Professor. Was durch die Tatsache gestützt wurde, dass der Brief direkt in den Vorschlagskasten des Komitees geworfen wurde. Nachdem der sich auf dem Schulgelände befindet, ist es naheliegend, dass der Professor einen Schüler oder einen Mitarbeiter ja, ist. Dann. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in diesem Fall noch eine andere zentrale Gestalt gab. Jemanden, der mit Neo Kane gegen uns zusammen steht.
Ja, und zwar das. Stimmt, Dan. Ja, genau, du warst Ghost, genau. Dan Murasaki, alias Ghost. Der kleinere Bruder des legendären Ganggründers Reiji Murasaki. Dan wollte an die Spitze der Unterwelt von Ijincho aufsteigen und aus dem Schatten seines Bruders treten. Koga, der Anführer der Neo-Keien-Gang, ist auf ihn aufmerksam geworden und hat seinen Ehrgeiz ausgenutzt. Die wollten Dan Murasaki zum Anführer von Made in Heaven machen und ihn für die Neo-Keien-Gang rekrutieren. Dieser Koga wollte sich unbedingt mit Professor Boy lieb machen. Er hat das wie eine Art Opfergabe für ihn angesehen. So, das ist dann der Apothek-Club. Der Roboter-Club. Da habe ich rumgeschnuckelt, nachdem es Berichte von Roboter-Taschendieben in der Stadt gab. Wir haben herausgefunden, wer die diebischen Roboter gebaut hat. Nämlich. Ja, wir waren das. Also sie nicht, die haben wir erst dazu geholt. Er war in sie bedingt, er hatte keine Zeit. Der Chef war es nicht, dann machst du es. Der Designer, ach stimmt, da steht doch der Designer. Kurumasaki. Ehrlich gesagt hatte ich Okide Gabakun im Verdacht. Schade, dass ich das, was ich daneben lag. Zum Glück haben wir die im Labor, in dem Labor etwas Belastendes gefunden. Ein Hinweis darauf, warum der Professor dieses kriminelle Verhalten provoziert hat. Wähle, ne? Das wären dann die Kopien der E-Mail-Korrespondenz mit dem Professor, die wir auf dem Laptop im Labor gefunden haben. Der Professor und die Neo-Keien-Gang wollten Kurumasaki-Kun und 7 andere, ganz bestimmte Schüler zu Verbrechern machen. Insgesamt also 8 Schüler. Wir wissen immer noch nicht, warum er ausgerechnet sie ausgewählt hat. Aber das herauszufinden ist bestimmte Schlüsse zur Identität des Professors. Oh, der Boxclub als nächstes. Das Todoroki Boxing Gym, das ist der Fall mit dem Racheboxer. Der maskierte Jugendliche hat auf den Straßen Kampfkunst-Cracks und andere harte Typen provoziert, um sich zu prügeln. Und am Ende haben wir herausgefunden, wer er war. Ja, Kenya war selber der Racheboxer. Was ich auch nicht ganz gedacht hätte. Also da war wirklich so ein leichter Twist drin. Es war Kenya Oshikiri, ehemaliges Karate-Club-Mitglied und Wunderkind in Todorokis Gym. Wir haben sogar Beweise für Oshikiris Motiv. Oshikiris waren die abgefrorenen Kämpfe, ja. Oshikiri hat nur beim Genbukai mitgemacht, um seine Angst vor seinem Vater Fudo zu überwinden. Aber dann hat er erfahren, dass alle seine Kämpfe manipuliert waren, damit er gewinnt. Das war Wettbetrug. Und das hat er vom Professor erfahren. Er hat ihm alle Beweise geliefert, damit er die Wahrheit erkennt. Was zu uns zu der Frage führt, warum hat der Professor ihm einfach so ein Blatt gezeigt? Wäre der Betrug herausgekommen, würden die Leute aufhören zu wetten. Cashcow Genbukai wäre erledigt gewesen. Wir gehen zumindest davon aus, dass Geld nicht das Motiv ist. Das Motiv des Professors ist wohl der Schlüssel, um diesen Fall zu lösen. Machen wir da hin unten weiter, wenn wir schon mal sind. Nanda. Emily S. Mochizuki, eine beliebte Angestellte der Girls Bar, Girls Bite. Kizuna Ashihara im dritten Jahr an der Serie. Hat sich als älter ausgegeben und war oft in der mit der Neo-Keien gegen bei ihr. Angeblich ist Ashihara-kun durch seinen Senpai zur Neo-Keien gegen bei ihr. Das war das Einzigartige an diesem Fall. Ashihara hatte keinerlei Kontakt mit dem Professor. Mit anderen Worten, er gehörte nicht zu den Zielen des Professors. Aber Ashihara-kun hat im Versteck der Neo-Keien gegen zufällig etwas Wichtiges über den Professor gehört. Ja, als Koga nach einem Anruf aufgelegt hat, hat er was gemurmelt. Nee, stimmt, die Göre war's. Ja. Diese Göre, das hat Koga laut Ashihara gesagt. Die Tatsache, dass er bald gesagt hat, muss heißen, dass Professor deutlich jünger ist als Koga. Er ist so um die 40, also ist der Professor vielleicht noch ein Teenager oder Anfang 20. So, das ist das Casino.
So, Kohaku Hayakawa, Mitglied im Brettspielclub. Sie hat ein Untergrundcasino in der Stadt besucht, um etwas zu erleben. Weil Minderjährige eigentlich nicht in Casinos dürfen, hat Hayakawa sich den Mitgliedsausweis ihres Bruders geliehen. Sie hat sich sogar als ihr Bruder ausgegeben, wenn sie ins Casino ging. Aber am Ende haben wir herausgefunden, dass sie nichts mit dem Professor zu tun hatte. Nachdem ihr Fall uns bei dem Professor nicht weiterhilft, streiche ich ihn von unserer Liste. Wenigstens sind sie allein drauf gekommen, so. Du. Genau. Jetzt haben wir noch die hier. Genya Sonban Matsu, Leiter des E-Sports Club an der Serie High. Er hat mit einem manipulierten Gamepad geschummelt. Das Cheat-Programm in seinem Gamepad hat er offenbar vom Professor bekommen. Das ist anscheinend zu komplex, als dass ein normaler Highschool-Schüler es geschrieben hat. Was bedeuten würde, dass der Professor sich ungewöhnlich gut mit Technik auskennt. Okay, das war's schon. Kanto Hikawa, ehemaliger Leiter des Fotoclubs. Er hat Zeiger-Sensei erpresst, um sein Schulgeld zu bezahlen. Über die Website des Professors hat Hikawa-kun herausgefunden, dass Zeiger-Sensei eine Affäre hat. Angeblich hat der Professor Hikawa-kun zuerst kontaktiert, nicht umgekehrt. Sumari. Was bedeutet, dass Hikawa eines der Ziele des Professors war? Shinosuke Shikishima, Anführer der Ijinchu Hounds, einer örtlichen Skatergang. Er ist auch für die Graffitis verantwortlich, die plötzlich an der Serie aufgetaucht sind. Und zufälligerweise war der Professor das Motiv dieses Graffitis. Shikishima hat vom Professor über das DM-System der Webseite eine Nachricht bekommen. Deswegen hat er die Schule getaggt. Graffiti ist die perfekte Mischung aus Verbrechen und Kunst. Das war's so erstmal. Okay, jetzt sind wir alle Infos durchgegangen, die wir bisher haben. Die wichtigste offene Frage ist, warum der Professor ausgerechnet diese 8 Schüler ausgewählt hat. Einen von den 8 Namen kennen wir ganz sicher. Kurumasaki-kun aus dem Robotik-Club. Korrekt. Wenn wir jetzt die 6 Personen einrechnen, die der Professor direkt angesprochen hat, dann sind wir bei 7. Ein Name fehlt noch. Wenn unsere Theorie stimmt, müsste es noch einen Schüler geben, der vom Professor auf die schiefe Bahn geführt wurde. Ja, wer könnte das sein? Vielleicht war der Schüler die ganze Zeit über in illegale Aktivitäten verwickelt. Wir haben nur noch nicht Wind davon bekommen. Könnte sein. Ja, wir müssen so schnell wie möglich herausfinden, wer der letzte Schüler ist. Von Kento? Kento. Hallo? Was denn, Kento? Oh, Schwesterherz. Gott sei Dank. Wo bist du gerade? Im Hauptquartier mit Yagami-san. Yagami-san ist bei dir? Perfekt. Ich bin in Poppo am Bahnhof und habe hier ein kleines Problem. Was ist denn? Hey, sei es Arschloch. Ah, scheiße. Kento? Sorry, ich melde mich nachher nochmal. Schotto. Was? Was war das? Alles okay? Weiß ich nicht. Klingt, als hätte Kento irgendwelche Schwierigkeiten. Oh, nicht gut. Wo ist der? Er hat gesagt, er ist in Poppo am Bahnhof. Los, geh wir hin. Oh, okay. Na dann, ich zieh hin. Kann ich hier ein Taxi nehmen? Da ist kürzer, echt. Na dann. Renn ein bisschen schneller, Fräulein. Ah,
der Tasche rum draußen. Yagami-san. Ich frage den Mitarbeiter drin. Ich sehe mich in der Umgebung um. Hm? Tamasawa, ist die Tasche nicht? Die ist von Kento. Der Geldbeutel, den ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe, ist dabei. Magikai. Unmöglich. Ich frage den Mitarbeiter, was passiert ist. Bleib du hier, Amazon. Okay. Ah, also, keine Ahnung, wo er hin ist. Yagami-san, was ist mit Kento passiert? Anscheinend war er mit einer Frau hier, Ende 30, und amorös gekleidet. Mit einer älteren Frau? Sie wurden beide von Typen, die nach Yakuza aussahen, in ein schwarzes Auto gezerrt, das dann weggefahren ist. Na, glauben Sie, das war die Neokane-Gang? Vielleicht haben sie ihn geschnappt, weil wir dem Professor näher kommen? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall müssen wir Kento-kun finden. Wie könnten wir herausfinden, wohin sie ihn gebracht haben? Kento, wo bist du hin? Yagami-san, fällt mir etwas ein, meinen Bruder zu finden. Die einzigen Hinweise, die wir haben, sind die Tasche und der Geldbeutel, den er hier gelassen hat. Tatsächlich glaube ich, dass die nützlich sein werden. Und wie? Sagen wir mal, dass ein guter Detektiv immer gute Werkzeuge dabei hat. Und dieses Werkzeug hat eine gute Nase. Wie? Tja, und das ist auch der Hinweis. Brauchen wir Rand. Ja, wo meine Hana ga tayori da. Oh. Oh? Weißt du, wo er hin ist? Ah, Ranpo, wie konnte ich den vergessen? Alles klar, Ranpo, jetzt kommt dein großer Auftritt. Gotchi da na. Makaseta so. Schneller ran, Bo. Machen wir mal hier ein bisschen Schnellschritt. Dem Bürogebäude. Kento-kun müsste irgendwo hier sein. Was ist das hier? Ah? Lass mich los, du bist Kento! Hey, das ist Kentos Stimme. Okay, es ist wohl Zeit, mit der Sprechanlage rumzuspielen. Das ist die Frau, oder? Haben wir die auch schon mal gesehen? Kento-kun. Yagami-san! Yagami-san? Ah! Was soll denn jetzt du? Ja! Ah. Als würde die Sache hier anders laufen, wenn ich euch das sage. Ich nehme es mit euch allen gleichzeitig auf. Na los. Was zur? Was läuft denn bei dem Typ bitte falsch? Legen wir ihn einfach um. Na, versuch dein Glück. Ah!
Das war jetzt simpel. Kento-kun? Kento-kun, geht's dir gut? Ergami-san, es tut mir leid. Verschwinden wir hier. Gome. Es tut mir leid, Schwester. Chotto. Meine Entschuldigung ist nett, aber eine Erklärung wäre besser, also schieß los. Jitsua. Sie war meine Sugar Mama. Nanape. Entschuldigung, eine was? Naja, wenn eine Frau mit einem anderen jüngeren Mann ausgehen will und bereit ist, dafür Geld auszugeben. Ja, nein, schon klar. Das Gegenstück zu Sugar Daddy, das meinte ich nicht. Naja, sie trifft sich auch mit einem Typen, der irgendwie in der Yakuza ist. Du Idiot! Na? Wie hast du sie überhaupt kennengelernt? Naja, über, die Webseite des Professors. Ha? Was? Ha? Du hast da gepostet? Auf dieser schrecklichen Seite? Gome. Ja, ich sage doch, es tut mir echt leid. Du bist echt unglaublich. Während wir Jagd auf den Professor machen. Du. Kento-kun, wie lange läuft das schon? Naja, ungefähr 2 Monate. Seit mir ein Freund von der Seite erzählt hat. Ich habe einfach nur zum Spaß mitgelesen und gepostet. Nichts Ernstes. Und dann kam irgendwann eine DM vom Professor. Er hat gesagt, mit meinem Aussehen könnte ich viel Geld verdienen und mir den Job geschaffen. Na, danke. Der Professor hat dir also den Floh ins Ohr gesetzt und dich auf die Idee gebracht. So, ja. Yagami-san, der Professor hat das Ziel, 8 Schüler irgendwie zu Verbrechern zu machen, oder? Ja, und 7 davon haben wir ziemlich sicher identifiziert. Naja, vielleicht ist der letzte Schüler. Kento? Na. Das könnte tatsächlich sein. Ja, wo ist jetzt der Zusammenhang aber? Ich? Ja, und prompt haben wir unsere 8. Was haben die gemeinsam? Na. Okay, Amasawa, nachdem wir jetzt die ganze Liste haben, können wir endlich das Motiv des Professors herausfinden. Ja, ich glaube, wir sind endlich bereit für die richtige Detektivarbeit. Wir wissen, dass es dem Professor nicht um Geld geht. Was gibt es sonst noch für Motive? Mal sehen. Geld, Liebe, Rache. Es gibt viele mögliche Gründe. Ja, stimmt. Amasawa. Sag mal, Amasawa, was würde passieren, wenn wir diesen Schülern nicht den Kopf gerade rücken würden? Was passieren würde? Naja, sie würden weiter ihre Verbrechen begehen. Stimmt. Aber sie würden höchstwahrscheinlich auch früher oder später geschnappt werden. Das Risiko steigt mit der Zeit. All diese Schüler wären irgendwann von der Polizei erwischt worden, sobald die mal ernsthaft ermittelt hätte. Ja, das stimmt. Mit anderen Worten? Wir können das Ergebnis vorhersagen, auf das der Professor gehofft hat. Eigentlich nur erwischt und bestraft werden, weil warum sollten sie der Kane gegen beitreten? Macht keinen Sinn. Die werden vermutlich erwischt und bestraft werden. Ja, das ist wohl der wahrscheinlichste Ausgang. Sie fliegen von der Schule, kommen vielleicht sogar vor Gericht. Oh, was ist, wenn das Ziel war? Sie meinen, der Professor wollte, dass diese Schüler von der Schule fliegen? Dass diese Schüler von der Schule fliegen, genau. Oder ins Gefängnis kommen? Ja, aber das ist bisher nur eine Theorie. Aber es könnte tatsächlich stimmen. Amasawa. Mal sehen, ob uns dieser Ansatz zur Identität des Professors führt. Wenn nicht, probieren wir etwas anderes. Also, was haben die 8 Leute auf unserer Liste gemeinsam? Gute Frage. Nach welchen Kriterien hat der Professor diese Schüler ausgesucht? Moment. Das sind... Was denn? Nein, das ist nur ein Zufall, oder? Kento-kun. Ist dir was aufgefallen, ja. Kento-kun? Naja, siehst gerade, was wir alle gemeinsam haben. Das ist mir ein Gedanke gekommen. Aber es ist sicher Quatsch. Ich bin bei diesem Detektivzeug nicht gut. Nee. Kento, sag es uns einfach. Naja, die 8 Schüler. Jitsua. Wir waren im Festkomitee.
Nandatte? Bitte was? Kento! Kento, bist du dir da sicher? Ja, es müsste Rico ein Foto geben. Ah, ich hab's. Hier. Stimmt, alle beim Festkomitee. Außer die unten in der Mitte. Das ist Bekuba. Alle acht, siehst du? Masaka. Das kann nicht sein. Sonna. Kiyagami-san, heißt das nicht? Doch, das heißt es. Wir kennen jemanden mit einem Motiv, diesen acht Schülern zu schaden. Tsumari. Und damit fügt sich alles, was wir über den Professor wissen, zu einem perfekten Bild. Hä? Was soll das heißen? Fassen wir erst einmal das Motiv des Professors zusammen. Rache dürfte jetzt sicher sein. Stimmt. Rache klingt nach dem passenden Motiv, wenn das Ziel war, dass diese Schüler bestraft werden oder von der Schule fliehen sollen. Okay, weiter. Wir haben gefolgert, dass der Professor sich gut mit dem Internet auskennt und programmieren kann. Wenn man das komplizierte Dark Web-Forum bedenkt, das Cheat-Tool und die Genpukai-Webseite. Deswegen hat Koga sich vermutlich beim Professor eingeschleimt, damit die Neo Keihin-King davon profitieren kann. Kizuna Ashiwara, der Schüler, der in der Girls Bar war, hat etwas Wichtiges gehört, als er Koga gesehen hat. Koga hat telefoniert und nach dem Auflegen jemanden eine Göre genannt, vermutlich den Professor. Ein Balk? Und das Wichtigste, es gibt nur ein Mitglied des Festkomitees, das in nichts Illegales verwickelt war. Jemanden, der definitiv ein Motiv hat, sich an den anderen Komiteemitgliedern zu rächen. Und jemanden mit so guten Computerkenntnissen kennt sich natürlich auch mit Webseiten aus. Ich glaube, wir wissen endlich, wer der Professor ist. Da ist er. Es ist bitter, aber passt einfach perfekt. Tsumari. Stimmt, die wahre Identität des Professors ist... Kotoko Itakura. Was? Aber Itakura? Klar, das Sommerfest war nicht nur ein Flop für die Stereo-Hai, sondern auch ein heftiger Schlag für Itakuras Ego. Gut, sie mag aufgrund ihrer Einstellung auch selbst einen Teil der Schuld tragen, aber die anderen haben ihr widersprochen, ihre Arbeit nicht gemacht, Treffen boykottiert. Da musste das Sommerfest ein Reinfall werden und trotzdem hat es sie so getroffen, dass sie die Schule geschmissen hat. Da wäre es doch wirklich kein Wunder, dass sie immer noch stinksauer auf die anderen Mitglieder ist, oder? Masikaya! Unmöglich! Nicht nur das, Itakura-san kennt sich auch sehr gut mit Computern aus. Sie hat diese Trick-Enzyklopädie total schnell zusammengebastelt. Und das ist eine echt professionelle Arbeit. Und im Robotik-Club hat sich Sakura gute Nachhilfe und Programmieren gegeben. Demo! Aber der Professor hat auf der Seite doch Antworten für Probeklausuren verkauft und sowas, oder? Ja, wie kommst du ran? Von innen natürlich am besten. Müsste man von den Computern vom Nachhilfeinstitut stehlen oder so. Das schafft nur ein Profi-Hacker. Was das angeht, es gibt da noch etwas. Ich habe mich erst nur gewundert, mir aber nichts groß dabei gedacht. Mhm. Was denn, Amasama? Hallo. Als sie undercover in Todorokis Gym war, hat Itakura-san doch ein Foto von Budo Ushikiri in dieser Zeitschrift gefunden. Ah. Ja, stimmt. Weiß ich noch. Desuga. Naja, ich habe Recherchen zu dem Foto angestellt. Der Artikel, in dem es gedruckt war, wurde vor ein paar Jahren zurückgezogen, weil es eine Klage dagegen gab. Nanate. Was? Ich habe eine Bildersuche zu dem Foto im Netz gemacht, aber auch alle digitalen Versionen des Artikels wurden gelöscht. Ich nehme an, dass die OMI-Allianz sie zur Selbstzensur gezwungen hat. Jedenfalls hätte niemand dieses Foto finden können, außer auf den Servern des Verlags. Tsumari. Okay. Du glaubst also, dass Itakura eine gute Hackerin ist? Ja, sieht so aus. Judo Ushikiri war der Schlüssel zum Racheboxerfall, wissen Sie noch? Vielleicht hat Itakura-san uns das nur gesteckt, damit Ushikiri Kunstverbrechen herauskommt und er angeklagt wird? Unmöglich. Welche Schülerin würde bitte so weit vorausplanen? Ich kann es einfach nicht fassen. Doch, noch nicht. Nicht die Itakura-san, die ich kenne. Amasawa! Naja, treffen wir uns mit ihr. Wir sollten sie persönlich fragen. Wir hoffen, dass es alles ein Missverständnis ist und wir alle darüber lachen. Stimmt. Normalerweise kommt sie um die Zeit immer in den Clubraum. Ich verstehe. Ich versuche sie zu erwischen. Ja, vielleicht hat's. Also, vielleicht war wirklich der Grundgedanke das, aber nachdem sie im Robotikclub war und so weiter, könnte sie doch eventuell sich langsam eines Besseren.
Amasawa-senpai. Amasawa-senpai, was ist? Na, geht ihr Licht auf? Ah, da bist du ja, Itokuha. Wir wollten dich nur kurz was fragen. Dauert nicht lange. Warte. Yagami-san! Sie darf nicht entkommen. Ja, abgeschlossen, na super. Aufbrechen? Eintreten? Scheiße, was? Mist. Sie klemmt. Ich glaube, sie hat uns eingesperrt. Massaker. Moment. Hatte sie etwa extra einen Schlüssel dabei, falls was passiert? Verdammt. Geh auf, verdammt. Als ob du einfach so eine so eine Brandschutztür aufkriegst. Schon wieder dunkel? Wo ist sie? Hey, du da. Hier ist gerade ein Mädchen rausgekommen, oder? Otoko Itokuma. Ach, das ist doch... aus dem Robotikclub. Das ist nicht, wie hieß das? Sakura? Itokura-san? Ja, die habe ich gesehen. Wo ist sie lang? Durch das Haupttor raus. Die ist raus? Okay, danke. Scheiße, wir dürfen sie nicht verlieren. Siehst du sie? Yagami-san! Yagami-san, da! Da steht sie ja. Itokuha. Nee. Kento, ich übernehme. Du sollst dich ab jetzt lieber raushalten. Ja, okay. Kein Problem. Itokura. Nare nai undou nante suru mon ja nai ne. Naka ni wa hashitta dake de mou muri. Hanashi o kiite kureru ka? Sashi no ii anata no koto dakara. Bushitsu no joutai o mita dake de watashi tachi ga nani o hanasu tsumori ka wakatta ndesho? Demo, gen jiten de wa kasetsu ni suginai. 私はあなたがプロフェッサーだったなんて信じたくないの。ないとくら。俺たちの推理が間違ってるなら否定してくれるか。どうなんだ。ダサいな。探偵が自分の推理に自信を持てないなんてさ。そう。私がプロフェッサー。 元文化祭実行委員の生徒たちを非行に導いた張本人だよ。 嘘! そんなの! ありえない可能性を排除していった結果、残された可能性は、それがどんなにありえなさそうに思えても、真実に他ならない。そうでしょ、天沢先輩。 探偵なら、 真実に向き合わなくっちゃ。どうしてあなた、ミスケンで楽しそうに過ごしてたでしょ。それなのに、なんで。話してくれ。どうしてお前はあんなことを。最初はずっと家にいて暇だったから、なんとなく裏サイトを立ち上げてみただけ。そしたら、いろんな奴が書き込みするようになって。 親や教師に不満を持っているやつ、楽して稼ぎたいやつ、
ムカつくクラスメートにバレずに復讐したいやつ。私がそんな連中の望みを叶えるプランや手段を提供してあげてたら、なんか評判になっちゃってね。いつの間にかプロフェッサーなんて呼ばれるようになってたんだ。元文化祭実行委員のメンバーを飛行に走らせるよう計画したのは復讐が目的。復讐？まあそうかな。嫌な奴らを排除すれば学校に戻りやすいって思ったからね。だけどもうどうでもいい、そんなことは。お待たせしてしまいましたね、プロフェッサー。トガ。コガ、遅いよ。申し訳ありません。Sie hat Koga gerufen, damit er sie beschützt. Jain? どうやら時間稼ぎをしていたようですね。Koga、落ちたな。女子高生にたからなきゃいけないほど金に困ってんのかよ。やれやれ、あなたという人は見た目や年齢でしか物事を判断できないようですね。何？彼女のハッカーとしての能力はすでに一級のものだ。我々はその能力に惚れ込んだからこそ付き従っているのです。女子高生だからどうのこうのという次元では考えていない。まあ狭い価値観でしか考えられないあなたのような人間には理解できないかもしれませんがね。そもそもハッカーの世界に年齢など関係ありません。例えばアメリカでは国防省が自身の公式サイトをハッキングした高校生を表彰さえしています。暗号通貨の詐欺によって16歳の少年が数千万円を稼いだ事件もありましたね。南米では犯罪組織が子供たちにハッカーとしての訓練を施しているなんて話も聞きます。それほどまでにハッカーとしての才能は若くして花開くものなのです。我々はそんな彼女の才能を支援し、新京浜同盟をさらに大きく飛躍させていくつもりです。ボガ、お前何を企んでる？飛行の支援なんかで満足するはずがねえとは思ってたが。ダークウェブにブラックマーケットを作る。それが我々の次なる計画。賭博サイトや裏サイトはそのための下準備に過ぎない。ブラックマーケットだと？私の会社コガ商会では、数年前より銃器などのアンダーグラウンドな商品を扱ってきました。Kamurocho hat ja auch Waffen verkauft. Desga, 現実の地下経済のマーケットはすでに飽和状態です。我々のような新参者が既存の勢力の間に割って入ることは難しい。だが、ダークウェブにはまだ未踏の大地が広がっている。その上、ダークウェブは秘匿性と匿名性が極めて高い。にもかかわらず、日本にはまだ決定的なプラットフォーマーがいないのです。つまりダークウェブは我々のような裏社会の人間にとってのブルーオーシャンと言えるのです。糸倉、これはお前が望んだことなのか？コガみたいな半グレと手を組むことが。はぶったりはぶられたり、もうそういうのにはうんざりなの。あの日からずっとそう思っていた。Dachte ich mit mir doch. Sie kommt nicht damit klar, was im Festkomitee passiert ist. 学校を出た後も、会社に入った後も。
この先ずっとそんな悩みが続くと思うと吐き気がする。はぶられるのを怖がって、他人に気を使って、ずっと我慢して苦しんで生きていくなんて。だから私は手に入れたの。必死になって勉強して、一人で生きていける力を。糸倉さん。さあプロフェッサー、そろそろ。どうぞ、冷えますから。子が、待たせたね。行こう。仕事、進めるから。糸倉、待てよ。本当にいいのか、そいつらと一緒に行っちまって。もう決めたことだから。八神さん、これ以上邪魔立てしない方がいい。あなたの隣にいる女の子がどうなっても知りませんよ。そう、そうやってそこを動かないことです。追いかけてくるようなら、その子の額一瞬にして穴が開くことでしょう。はっ、糸倉さん、どうして。Was machen wir jetzt? Ich war nicht kalt. Sie hat ihr war nicht kalt. Sie hat gezittert. Was? Anno! Was soll das heißen, Yami-san? Egal. Wir müssen Itokura finden und überlegen, wie wir sie retten können. Aber wäre es wirklich eine Rettung? Es sah aus, als wollte sie mit ihnen mitgehen. Wir müssen es ihr einfach irgendwie ausreden. Wenn sie sich mit der Gang einlässt, endet das Böse. Außerdem, Amasa, können wir ein Krimi-Club-Mitglied nicht einfach so auf die schiefe Bahn geraten lassen? Das wäre ich doch ein beschissener Betreuer, oder? Sie haben vollkommen recht. Und eine Sache nach. Noch bin dann, ja? Das hat was Wichtiges vergessen, aber. Shin-no-mei-tante naraba, Jiken ga okoru mai ni fusegu beshi. Daro. Genau. Ein wirklich guter, kluger Detektiv löst Fälle, bevor sie überhaupt passieren, oder? Touché. Aber das wird sicher nicht leicht. Gehen wir wieder in den Clubraum und besprechen, wie wir weitermachen. Hey. Okay, klingt gut. Yagami-san! Wo ist Itokura? Wissen wir nicht genau. Koga von der Neo-Kein-Gang hat sie mitgenommen. Was? Sie wurde entführt? Nein, es sah aus, als wollte Itokura dann mitgehen. Moment, was? Okay, was machen wir jetzt? Uns an die Arbeit. Wow, ich meine, klar, aber wie? Was glauben Sie, wohin sie ist? Wo sie hin ist? Wissen Sie, ob die Neo-Kein gegen einen Versteck hat? Ja. Als ich im Robotik-Club ermittelt habe, habe ich sowas in der Art gefunden. Aber da sind sie ja noch, da sind sie sicher schon längst weg. Oh. Daga. Einen Hinweis haben wir aber zum Glück. Ich habe mir das Nummernschild von dem Auto gemerkt, in dem Itokura war. Was? Wirklich? Ist ja irre. Ja, reiner Instinkt im Grunde. Wobei nur die Polizei etwas damit anfangen könnte. Also melden wir es, dass Sie gesehen haben, wie eine Schülerin entführt wurde? Ja. Nein, das sollte nur unser letzter Ausweg sein. Wenn wir die Polizei involvieren, kriegt Itokura am Ende richtig Ärger. Ah, stimmt. Sollen wir uns aufteilen und die Stadt absuchen? Wir wissen, dass sie irgendwo in die Jinchu sein muss. Ja. Das würde ewig dauern, weil wir nur zu dritt sind. Die Jinchu ist riesig. Stimmt auch wieder. Hm? Moment. Ich weiß da vielleicht was. Hm? Vielleicht hilft uns das Nummernschild doch weiter. Ja, meine ganzen Kontakte fragen, oder? Oh, stimmt. Eine Sache könnte funktionieren. Wir bitten alle, uns zu helfen. Und wer sind bitte alle? Die da an der Wand. Alle Schüler, die ich hier in der Serie kennengelernt habe. Jinchu ist definitiv zu groß für uns drei.
Und nicht für Dutzende von Leuten. Damit wird es machbar. Oh, ja, das wäre ein Ansatz. Ja, nachdem wir so ein Stück kennen, brauchen wir auch keinen falschen Ausweise. Das könnte echt sein. Ah. Ja, wir müssen uns einfach alle zusammen, wir müssen einfach alle zusammenarbeiten, dann kriegen wir das hin. みんな、こんな夜中にすまない。事前に伝えた通り、警察には協力を仰げない。だからこそ、みんなの協力が必要なんだ。何か事情があるんですね。ああ。糸倉を救うためではあるんだが、すまん。今は事情を話せない。なあ、八神。偶然かな。関係ねえやつもいるが、ここにはなぜか、 元文化祭実行委員が揃ってる。糸倉ことこを除いてな。で、その糸倉ことこは文化祭実行委員長だった。あ、そういえば。あんたはプロフェッサーってやつをずっと追ってた。今回の件もそれと関係してんのか。クレバー。あ、だからいいま、グッドにクレミクロパス。ああ、無関係じゃない。そして、 元文化祭実行委員のメンバーは今回の事態に責任がないとは言えない。そうか。よく分からねえが、糸倉のことずっと引っかかってた。いつか責任を取らなきゃならねえ。そう思ってた。僕もずっと気になってた。ロボ部でも結局謝れてないし。なあ、 言うても俺、ほとんど実行委員に顔出しとるんで。幽霊部員みたいなもんや。そもそも、くじ引きで選ばれただけやし。押し切り君だって、最初は実行委員に顔出してたでしょ。お菓子だけ食べて帰ってたけど。せやったか?そうだよ。それに、ことこに対して態度悪かったし。押し切り君、ずっと不機嫌で、ことこの指示、最初から無視してたよね。せやったか?うん。だから無関係とは言わせないよ。みんな、俺から頼みたいことは一つ。今からみんなに、車のナンバーを教える。手分けして、偉人町でそのナンバーの車を探してほしい。黒塗りのセダンだ。それと、この作戦には人手がいる。偉人町中を探し回る必要があるからな。できれば、 仲間にも呼びかけてほしい。ヤガミ、だったら任せてくれ。あんたのためなら、メイドインヘブン、再結集させるぜ。それは頼もしい。ヤガミさん、我々ロボ部も全面的に協力します。糸倉は大事な部員ですから。清涼ラビッツのみんなだって、ヤガミさんの呼びかけなら、全員すぐに駆けつけますよ。 みんな偉人町で遊び慣れてますから。隅々まで知り尽くしてます。捜索なら任せてください。沖手川、西園、ありがとう。それじゃあみんな、見つけたらすぐに連絡を頼む。はい。 糸倉先輩が行方不明って、どういうことですか? 詳しい事情はわからない。だが今は、 ヤガミさんを信じよう。それにこれは部員の危機。どんな事情があろうと全力で取り組むべきだ。はい、そうですね。で、沖田川、作戦は?俺たちは俺たちのやり方でやる。作戦はこうだ。清涼ラビッツ、今日は真面目に必死に探すよ。せーの、ホープステーブルナイリス。 なんだって? せやから、プロフェッサーや。プロフェッサーや。バカ野郎!ここもじゃやめろ!日本男児なら日本語を使え、日本語を!なんでやねん。メイドインヘブン、一夜限りの復活だ!気合い入れていくぞ!あう!
Danke, Leute. Yagami-san. Yagami-san. Ich frage die Leute im Karateclub und meine Freundinnen, ob sie uns helfen. Ah. Ja, da war die nicht alle Details, falls okay. Ja, kein Problem. Yagami-san. Yagami-san, während Sie und Kentaro Unterstützung beschaffen, versuche ich etwas anderes. Mhm. Und zwar... Ich rede mit Yura-sans Eltern. Vielleicht können die zur Vernunft... bringen. Ah, wobei es schlecht wäre, wenn sie die Polizei entlassen. Ich beobachte ihre Reaktion, wenn ich mit ihnen rede. Wenn ihnen die Lage nicht klar ist, höre ich auf. Okay, denk gut. Also dann. Okay, ich muss zu dem Versteck der Neue Kane gehen, das ich gefunden habe, als ich den Robotik-Club geholfen habe. Ich glaube, es war auf dem East-Urakama-Highway, in dem Gebäude mit dem Yamakawa-Handtücherschild. Bitte weiter.